Guten Tag von meiner Seite. Ich habe jetzt mehr die Brille der Praxis auf. Wir dürfen, wie es der Kollege Korndörfer schon angedeutet hat, aus Ihren, denke ich mal salopp gesagt, noch ungenauen Ergebnissen eine genaue Vorhersage machen. In Dresden ist die Erwartungshaltung, dass wir mit 60 Stunden Vorlaufzeit auf einen Zentimeter genau für den Pegel Dresden sagen, wann das Hochwasser kommt. Ist meinen Kollegen 2013 gelungen. Ich habe also am Montagabend im Sachsenspiegel für Donnerstagmittag mit einem Zentimeter Abweichung den exakten Wert ansagen können. Aber jetzt steigen wir ein. Was ist Hochwasserrisiko? Laut der EU-Richtlinie ist es das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Hochwasserschaden. Das Problem ist nur, wir wissen nie vorher, wann und wie intensiv es kommt. Wenn man das exakter definieren würde, müsste man das als Interaktion von Gefährdung und Vulnerabilität betrachten. Und damit berücksichtigt man auch die Exposition und die Anfälligkeit der Schutzgüter. Sie haben also, was der linke Kreis darstellen soll, Gebiete, wo latent die natürliche Gefahr eines Hochwassers besteht. Wie gesagt, beschrieben durch Intensität und Eintrittswahrscheinlichkeiten. Das sind aber auch genau die ungewissen Größen. Und Sie haben auf der anderen Seite Gebiete, wo es Risikoelemente gibt, die zu Schaden kommen können. Und nur wo sich beide Gebiete überschneiden, haben Sie ein Risiko. Und genau um das geht es. Die meisten verwechseln das Risiko mit der Gefahr. Hochwasserrisikomanagement ist ein sehr umfangreicher Prozess. Hier sehen Sie eine Form der Untergliederung, das Hochwasserereignis selber, unmittelbar anschließend die Hochwasserbewältigung, wo sehr viele Akteure unterwegs sind, dann die Phase der Regeneration, da geht es um Wiederaufbau, Herstellen der Lebensfunktionen, aber auch um Ereignisanalysen. Wir haben nach den Hochwassern 2002, 2006, 2010 und 2013, das haben wir ja gerade gehört, was so ein bisschen die Ursachen waren. Ich habe die alle durchlebt in entsprechenden Funktionen. Haben wir immer eine Ereignisanalyse angestellt, aber nicht nur eine meteorologische und hydrologische Betrachtung, sondern wir haben noch andere Prozesse betrachtet. Weil nur, wenn Sie das so analysieren, können Sie daraus lernen und für die Zukunft das entsprechend besser machen. Dann die ganz spannende Phase ist natürlich die Phase der Vorbeugung. Sie dient der Verminderung der Vulnerabilität gegenüber solchen Ereignissen und das ist mit am allerwichtigsten. Ziel des integrierten Hochwasserrisikomanagements ist die größtmögliche Reduzierung des Hochwasserrisikos und hier ist eben ganz wichtig unter Beteiligung aller Betroffenen, aller Akteure auf allen Ebenen und das in allen Phasen des Risikokreislaufes. Sie sehen, die Wasserwirtschaft steht hier so ein bisschen im Mittelpunkt, aber es sind ganz viele Akteure, die da gefragt sind und leider gibt es noch relativ viele, die das noch gar nicht wissen, dass die da mittun müssen. Und das ist auch ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Es gibt Risikosteuerungsstrategien. Das ist, wenn Sie ein Unternehmen haben, ist das nicht viel anders. Risikovermeidung wäre eine schöne Form, ist aber ganz schwierig. Also um hierher zu kommen, mussten Sie sich heute dem Verkehrsrisiko aussetzen. Sie konnten es also nicht vermeiden. Sie können das Risiko beeinflussen, ob Sie nur bei Grün oder bei Rot über die Ampel gehen. Insofern haben Sie schon Möglichkeiten in der Hand. Risikoverminderung ist da schon eher ein gangbarer Weg. Risikobegrenzung ist ein Thema im Hochwasserrisikomanagement. Risikoübertragung, klassischste Form mehr. Sie haben eine Versicherung, damit übertragen Sie das Risiko auf den Versicherungsträger. Und ganz spannendes Thema ist Risikoakzeptanz, weil was von vielen immer gesagt wird, Hochwasserfreilegung gibt es nicht. Es gibt immer ein Ereignis, was größer sein kann. Und insofern muss man akzeptieren, dass es immer noch ein verbleibendes Risiko gibt. Ich vermeide bewusst den Begriff Restrisiko, weil der verniedlicht nämlich das verbleibende Risiko. Das kann viel größer sein als das, was Sie vermeiden können. Und das Risiko wird natürlich durch sehr viele Ebenen beeinflusst, was Sie auf der rechten Seite sehen. Und in der Ebene, wo Sie vorrangig mit unterwegs sind, das ist halt die Prozessebene, wo die physikalischen Prozesse betrachtet werden. Und da brauchen wir möglichst genaues Input, damit auch der Herr Kollege in Dresden genau weiß, woran er ist und beruhigt schlafen gehen kann. Die fachliche Herausforderung ist also die möglichst genaue Beschreibung der gefahrenauslösenden Prozesse in ihrer Intensität, aber auch in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit. Und der Wasserkreislauf ist natürlich ein komplexes Gebilde, was zu klären gilt. Hier habe ich mal von den Kollegen, von den Klimakollegen aus unserem Haus einfach mal zwei Grafiken gebracht. Ich sage jetzt mal so salopp, bei mir ist im Moment so der Kenntnisstand, mit der Temperatur sind sich alle Modelle so relativ einig. Es wird wärmer werden, rein physikalisch gesehen, mehr Energie, mehr Feuchtigkeit.
Aber wie ist die Verteilung? In Sachsen ist ja so ein bisschen eine Verlagerung vom Sommer auf den Winter. Da ist es kühler, dann vielleicht doch nicht so viel Energie wieder drin. Wir haben es gerade in dem Vortrag gehört. Wird es denn nur intensiver, wird es denn nur häufiger? Das sind so die Fragen, die uns brennend interessieren, die dann wieder Auswirkungen haben auf Folgeentscheidungen. Und das muss man aber relativ klar haben. Ich zeige Ihnen nachher mal noch eine Grafik mit Fehlerfortpflanzung. Da werden Sie sehen, wie entscheidend das ist. Wenn Sie jetzt die Abschätzung der Gefahrensituation herstellen wollen, hier mal ein Beispiel aus der Meteorologie. Hier sehen Sie also auch die Grenzen und die Unsicherheiten, die herrschen. Links sehen Sie das Ereignis von 2002. Da gab es also eine Unterschätzung von ca. 20%. Rechts sehen Sie das nochmal bis dahin, wo Sie messen. Das ist immer ganz gut, aber wenn die Vorhersage kommt, ich merke das auch immer, wenn wir zweimal am Tag von den Kollegen vom Deutschen Wetterdienst die Informationen kriegen, wenn die Lage dann nicht so eindeutig ist, dann dauert der Entscheidungsprozess dort logischerweise auch ein bisschen länger, ehe wir dann die Informationen bekommen. Aber wir warten ja nur schon auf die Informationen, um darauf dann unsere Modelle aufzusetzen, um dann endlich den Akteuren draußen eine Information geben zu können, was sie denn nun zu erwarten haben. Hier sehen Sie das, auch die Art von Hochwasser kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt kleinräumige konvektive Niederschläge, es gibt Schneeschmelzen und Regenniederschlag, es gibt großräumige synoptische Niederschläge, es gibt Eishochwasser, also sehr vielfältig und all diese Dinge müssen Sie berücksichtigen. Und dann gibt es eben kleinräumige, lokale Hochwasserereignisse oder großräumige, überregionale. Und wir hatten eben in den letzten 12 Jahren mit 4 eigentlich überregionalen, großräumigen Ereignissen hier zu tun. Und dann setzen meine Kollegen auf im Landeshochwasserzentrum. Wir haben also Sachsen in inzwischen 9 Flussgebiete eingeteilt, für die wir Vorhersagemodelle betreiben. Und das sind unterschiedliche physikalische Hintergründe, die dort angewandt werden. Sie sehen hier mal ein paar Beispiele angebracht. Und damit müssen wir dann die Vorhersagen machen. Und wir können also im Moment nicht, das würde man uns draußen nicht so abkaufen, einen Wert angeben. Also der Wasserstand könnte sich einstellen in einer Spanne von bis, sondern man erwartet von uns einen relativ exakten Wert. Und das ist natürlich schwierig, weil das Input natürlich auch mit Unsicherheiten behaftet ist. Und aus den letztendlich hydrologischen Größen werden dann Bemessungsgrößen abgeleitet, um dann meinetwegen ein technisches Bauwerk zu dimensionieren, einen Deich oder eine Hochwasserschutzmauer oder was auch immer. Und da gibt es dann auch wieder Überlegungen. Und da gibt es ja Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg, die dann Klimazuschlag schon in die Dimensionierung einfließen lassen. Wir haben das mal nach 2002 an Beispieldeichen durchexerziert und durchgerechnet und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Aussagesicherheit uns noch nicht hoch genug ist, um jetzt schon das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Wir haben ja bei der Dimensionierung dieser technischen Bauwerke sowieso schon immer einen Sicherheitszuschlag drin aus technischer Sicht. Und der ist beachtlich. Und wir haben uns dann entschlossen, hier in Sachsen die technischen Bauwerke so auszulegen, dass man, wenn die Erkenntnisse sicherer wären, dass zukünftige Generationen die Chance haben, dort nachzurüsten. Also man verlagert die Investitionen auf die Zukunft, wenn dann die Information exakter vorliegt, aber verbaut sich jetzt nicht die Möglichkeit. Das ist jetzt die Philosophie, die bei uns hier betrieben wird. Wir haben als eins oder ich glaube sogar als erstes Bundesland, wir haben den kompletten Wasserhaushalt online gestellt und dort gibt es auch eine, das werden Sie jetzt schlecht sehen, eine sogenannte Säule C. Da können Sie also ein Klimaszenario als Anfrage an unser System stellen und kriegen eine Antwort, wie sich das dann auf die hydrologischen Größen hier in Sachsen auswirkt. Wenn Sie das live sehen wollen, sollten Sie mal in der Pause in die Richtung durch die Tür rausgehen. Da ist dann links das REKIS und Wasserhaushaltsportal ausgewiesen und da steht dann die Kollegin Kuhn aus unserem Hause, die kann Ihnen das dann genauer vorführen, wie das funktioniert. Also wir bieten sozusagen allen Akteuren die Informationen online an, damit die auch mit diesen Informationen arbeiten. So, und der Wasserbauer, der muss dann auch noch eine hydraulische Berechnung durchführen. Also in dem Moment, wo das Wasser auf dem Erdboden gefallen ist, muss man natürlich ausrechnen, wie sich das da ausbreitet und wo das langfließt. Hier sehen Sie das Differentialgleichungssystem, was man lösen müsste, aber das kann man bisher noch nicht lösen. Deswegen löst man das numerisch, mittels hydrodynamisch-numerischer Modelle. Und hier muss man wieder unterscheiden. Es gibt ein-, zwei- und dreidimensionale Modelle.
Sie sehen beim eindimensionalen Modell, rechtes Bild, haben Sie über den Abflussquerschnitt und über die Abflusstiefe nur eine Information. Wenn Sie ein zweidimensionales Modell nehmen, das ist das untere linke Bild, dann haben Sie wenigstens in der Breite eine variable Information. Sie können also Umläufigkeiten berechnen, Sie haben aber über die Tiefe nur eine Information in dem jeweiligen Segment. Und bei 3D, das ist das obere linke Bild, hätten Sie dann natürlich diese Informationen alle im Detail. Aber je mehr Dimensionen Sie nehmen, desto mehr Daten brauchen Sie und desto mehr Informationen zu den Anfangs- und Randbedingungen brauchen Sie. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, klang so ein bisschen vorhin schon durch. Es ist auch in Nicht-Hochwasserzeiten wichtig, Grundlagendaten zu erfassen, permanent zu messen, Messsysteme zu betreiben, weil sonst können Sie in Extremsituationen keine Aussagen treffen. Ne? Und Politik orientiert sich ja immer an Besonderheiten und wenn dann mal lange nichts ist, dann ist man vielleicht gar nicht mehr bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Wir haben die Risikogebiete wie alle anderen deutschen Bundesländer oder europäischen Staaten auch hier in Sachsen identifiziert. Das sind also Fließgewässerabschnitte mit einer Gesamtlänge von fast 3000 Kilometer. Hier sehen Sie, wie das aufgeteilt ist. Ein Thema, was in Zukunft auf uns drauf zukommen wird, ist Starkregengebiete. Da gibt es im Moment wenig Methodisches, deswegen tut man sich da noch ein bisschen schwer, weil man müsste ja dann rein theoretisch erstmal alles ausweisen. Es kann ja überall mal Starkregen geben, das will aber logischerweise keiner. Also da braucht es noch methodischen Vorlauf, um dort exakter werden zu können und sich mit der Problematik seriös auseinandersetzen zu können. Wir haben hier in Sachsen eine Besonderheit. Wir haben Hochwasserentstehungsgebiete ausgewiesen. Das ist logischerweise hier im Erzgebirgskamm. Das sind also Gebiete, wo hohe Niederschlagsintensitäten stattfinden und wo das Gelände vom Profil so ist, dass relativ schneller Abfluss stattfindet. Das sind ungefähr 8% der Landesfläche. Dort ist also auch ein Veränderungsverbot. Also wenn Sie dort in dieser Gegend versiegeln wollen, müssen Sie in dieser Region einen Ausgleich schaffen, damit sozusagen das Abflussverhalten nicht negativ im Sinne Hochwasser verändert wird. Hier sehen Sie, das können Sie alles online über unsere Kartenwerke abrufen. Das sind die Risikogebiete in Sachsen. Und jetzt die andere Seite. Ich sagte ja, Risiko ist der Verschnitt aus Gefahr und Vulnerabilität. Wir müssen natürlich auch die Vulnerabilität genau beschreiben können. In dem Fall meint man die Verletzbarkeit der menschlichen Errungenschaften, also nicht die Störung der Naturzusammenhänge. Das ist eine philosophische Frage, also ein zerstörtes Gewässer im nicht-urbanen Raum ist die Frage, ob das zerstört ist oder ob das halt einfach ein natürlicher Prozess ist. Und wichtig sind da zwei Grundinformationen, einmal die Exposition, also die Ausgesetztsein des Risikoelements gegenüber der Gefahr und die Anfälligkeit, also die Widerstandsfähigkeit des Risikoelementes gegenüber der Gefahr. Die Exposition ist eine Funktion von der Lage zum Gewässer, zum Überschwemmungsgebiet zum Beispiel. Hier ist es also wichtig, dass man diese Gefahrenkarten und Risikokarten hat, damit das jeder auch für sich erschließen kann. Und das ist Planungsgrundlage für die Wasserwirtschaft, für den Katastrophenschutz, aber auch für viele andere Akteure. Und ein ganz wichtiges Thema ist Risikokommunikation und damit ein gewisses Risikobewusstsein. Hier sehen Sie mal eine Grafik. Wenn nach 7 Jahren nichts passiert oder keine Veranstaltung zu dem Thema passiert, ist das Bewusstsein auf demselben niedrigen Niveau wie vor dem Ereignis. Und wenn Sie aber Ereignisse haben oder ich sage mal so salopp Erinnerungshochwasser haben, dann kann das Bewusstsein auf einem höheren Level bleiben. Und wie wichtig das ist, das sehen Sie an diesem Fließbild, wie Kommunikation stattfindet. Also ich habe eine Information auf Basis eines Faktes, ich verbinde damit eine Botschaft, gerade jetzt versuche ich Ihnen das rüberzubringen. Ich sende Ihnen meinen inneren Gedanken über ein Signal, im Moment die Sprache. Sie empfangen das Signal, spiegeln einen eigenen Gedanken und wenn ich es relativ gut geschafft habe, dann ist der ziemlich nah an meinem Gedanken und Sie machen genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wenn Sie es nicht machen, habe ich schlecht kommuniziert. Also das ist ein ganz enormes Problem, wo auch insbesondere wir Ingenieure uns schwer tun. Wir müssen die Informationen noch anders verpacken, damit die Empfänger auch mit diesen Informationen arbeiten und genau das tun, was wir eigentlich wollen, was mit diesen Informationen getan wird. Und das ist natürlich schwierig, die Zielgruppe zu definieren. Machen Sie das nach dem Alter oder nach dem Status? Also junge Leute werden Sie nur noch über moderne Medien erreichen.
ältere Generationen vielleicht eher über Papierformen und wie auch immer. Also da muss man sich enorm noch damit auseinandersetzen. Die Anfälligkeit der Risikoelemente ist eine Funktion von Ort und Konstruktion. Bei Bauwerken kann man sich das gut vorstellen. Da wäre das die Konstruktionsart oder der bauliche Zustand. Und dazu gibt es zum Beispiel von der DWA ein Merkblatt, hochwassergerechtes Planen und Bauen. Aber auch hier bedarf es noch verbesserter Methoden zur Bauwerksanalyse und zur Bauwerksbetrachtung, insbesondere im Hochwasserfall. Hier mal ein Beispiel, die sächsischen Deiche, also über ein Drittel der Deiche, oder ja, ungefähr ein Drittel der Deiche ist zwischen 50 und 100 Jahre alt, 22% sind über 100 Jahre alt, also da müssen Sie wissen, wie die Substanz ist. In Sachsen weiß man das, man hat also nach 2002 alle Deiche in staatlicher Hand, also über 650 Kilometer, in der Zustandsanalyse unterzogen und weiß also genau, wie der bauliche Zustand ist, um da entsprechend reagieren zu können. Leider gibt es in Deutschland generell eine schlechte Datenbasis. Es gab mal die Hovas-Datenbank aus dem süddeutschen Raum, die ist dann Mitte der 80er Jahre eingestellt worden, weil die LABA das nicht mehr mitfinanziert hat. In England ist man da viel weiter. Man kann also Hochwasserschäden sehr gut klassifizieren in direkte, indirekte Schäden, tangible und intangible, also monetarisierbare oder nicht monetarisierbare, und kann das klassifizieren und dann hat man eigentlich ein sehr gutes Bild, um das bewerten zu können. Hier sehen Sie mal eine Tabelle über einen ganz normalen Flächenansatz, den wir hier in Sachsen zugrunde gelegt haben, was das wert ist. Und wir sind dann zu der Einschätzung gekommen, dass das Schadenspotenzial in Sachsen 7,2 Milliarden Euro besteht, wobei sich da zwei Drittel auf die Immobilien und ein Drittel auf das Mobiliar verteilen. In diesen Gebieten leben ca. 9% der sächsischen Bevölkerung. Und leider ist aber wieder die urbane Nutzung gerade in den Risikogebieten am höchsten, weil man natürlich früher auch in der Nähe der Gewässer gesiedelt hat. Die alten Ortskerne sind meistens so hoch gelegen, dass die in der Regel nicht betroffen sind, aber das, was dann später entstanden ist, ist dann entsprechend tiefer angelegt worden und ist dann entsprechend betroffen. Sie können das auch versuchen, mathematisch auszudrücken. Hier mal eine ganz einfache Wasserstandsschadensfunktion. Oder in Dresden ist ein Modell entwickelt worden, was jetzt für ganz Sachsen durchgesetzt ist. Sie können die Bauwerke nach Baualtersstufen und nach Konstruktionstypen unterscheiden und damit können Sie die ganze Bausubstanz in Sachsen auf 49 Grundtypen reduzieren und Sie müssen dann eigentlich nur noch, wenn ein Gebiet betroffen ist, zählen, wie viele von den Typen da rumstehen. Wir haben das mal für die Altstadt für Pirna gemacht, es sind über 1000 Gebäude analysiert worden, die können Sie auf 10 Grundtypen reduzieren. Und wenn Sie dann jeden Grundtyp von einem Bauspezialisten untersuchen lassen, synthetisch unter Wasser setzen, was muss ich machen, um das wieder in Stand zu setzen, dann haben Sie eine ziemlich genaue Angabe, wie hoch der Schaden sein kann und das fließt auch in die Vorbetrachtung ein. Zur Schadensminderung gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ausweichen ist mit die beste Möglichkeit, also erst gar nicht in das Risikogebiet reinbauen oder wenn Sie schon drin sind, vielleicht höher bauen. Widerstehen ist eine Möglichkeit, da muss man aber aufpassen, dass es nicht aufschwimmt, ne? Also da denken auch viele nicht dran. Oder man muss es anpassen, so wegen wie in Köln, wo dann eben die unteren Etagen, die häufig unter Wasser gehen, gefliest sind und man da relativ mit geringem Aufwand das entsprechend wieder nutzen kann. Hier ist das schon angedeutete Beispiel in dieser Grafik. Sie haben hier die Meteorologie ist hier noch gar nicht drin und die Klimaszenarien. Hier haben Sie sozusagen die Hydrologie, also die Eintrittswahrscheinlichkeit auf der Y-Achse und auf der X-Achse den Durchfluss und das farbige Band ist der Unsicherheitsbereich. Und wenn Sie das hier hochnehmen, das ist dann die Hydraulik, also Wasserstand über Durchfluss. Dann gehen Sie hier rüber, hier ist jetzt dargestellt die Schadensberechnung und wenn Sie dann noch die Eintrittswahrscheinlichkeit und den Schaden hier aufzeichnen, dann sehen Sie, dass Sie da in einem Riesenfehlerbereich landen. Und Sie sitzen jetzt noch davor mit Ihrem Thema und für uns ist es natürlich ganz schwierig, dort zu relativ exakten Aussagen zu kommen, aber die Erwartungshaltung ist einfach da, dass da eine Aussage getroffen werden muss. Also da stehen wir alle miteinander in der Verantwortung, das seriös entsprechend beurteilen zu können, um für Sicherheit zu sorgen. Dass sowas funktionieren kann, möchte ich Ihnen an diesen drei Sachsenkarten zeigen. Das rechte obere Bild
zeigt die betroffenen Gewässer vom Hochwasserereignis 2002. Da waren also zwei Drittel von Sachsen betroffen, Mittelsachsen und Westsachsen. Schadenssumme damals 6,2 Milliarden Euro und leider gab es ja auch 21 Tote. In dem rechten unteren Bild ist das 2010er-Ereignis, Schaden ca. 1 Milliarde, also immer was Dunkelrotes, ist die höchste Alarmstufe überschritten. Wir in Sachsen haben 4 Alarmstufen. Und das linke Bild war dann ganz Sachsen betroffen 2013 mit ähnlichen Intensitäten, in manchen Gebieten sogar höher als 2002. Und wir hatten in Anführungsstrichen nur noch 2 Milliarden Schäden. Das ist ein Zeichen, dass A, alle nicht technischen Maßnahmen, die schon umgesetzt waren, gut funktioniert haben, einschließlich Hochwasservorhersagedienst, aber dass auch alle Akteure draußen nun schon Erfahrung hatten und wussten, wie sie mit so einer Situation umgehen, also auch sehr klug und besonnen letztendlich gehandelt haben und die technischen Einrichtungen, die schon fertig waren, meinetwegen in der Dresdner Altstadt, die Schutzlinie, die hat natürlich voll funktioniert und es sind Dinge, die vorher unter Wasser gegangen sind, sind nicht mehr unter Wasser gegangen. Ne, also das mit einem Schlag haben sich die 1,4 Milliarden, die da bisher in das Thema investiert worden sind, haben sich bezahlt gemacht. Ansonsten wäre der Schaden wesentlich höher gewesen. Die Kartenwerke sind auch alle online gestellt. Hier sehen Sie aber auch noch die Herausforderungen. Ich habe Ihnen mal linkes Bild Sachsen, rechtes Bild Niederlande. Wir haben eine europäische Risikomanagement-Richtlinie, aber es wird, sagen wir mal, von der Zeichnung her noch unterschiedlich gemacht. Also da gibt es noch Harmonisierungsbedarf. Hier habe ich nochmal Unterschiede von Gefahrenkarten von verschiedenen Bundesländern oder Staaten in Europa mal gegenübergestellt. Will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, das ist nur die Botschaft, dass es dort noch harmonisiert werden muss, weil der Natur ist es eigentlich egal, wo die administrative Grenze ist. Das sind gleiche Prozesse, die da stattfinden. Und dann muss man da auch das gleich bewerten. Hier sehen Sie Risikokarten, linke Beispiel aus Sachsen, rechte Beispiel aus der Tschechischen Republik. Die Grundmethodik, die dahinter liegt, ist dieselbe, aber die grafische Darstellung, jetzt stellen Sie sich einen Akteur vor, der vielleicht über die Ländergrenze mal hilft. Das haben wir ja sehr oft in den grenznahen Kommunen, dass sie sich gegenseitig mit Feuerwehr und allem Möglichen helfen und der muss nur jedes Mal umdenken, was bedeutet die Karte oder so. Ne? Also dort, denke ich mal, ist es sehr wichtig, auch ein Harmonisierungsprozess herzustellen. Auch hier einfach nur mal eine Tabelle, welche großen Unterschiede im Moment noch in diesen Kartenwerken bestehen. Der erste Durchlauf der Risikomanagement-Richtlinie ist ja letztes Jahr abgeschlossen worden im Dezember. Jetzt befinden wir uns im zweiten Zyklus und ich denke, da wird schon mehr Harmonisierung stattfinden. Also es ist immer so ein Zyklus von 6 Jahren, wo es immer vorläufige Bewertungen, Gefahrenkarten, Risikokarten und Managementpläne erstellt werden. Und jetzt befinden wir uns also im zweiten Zyklus. Hier sehen Sie eine interaktive Form. Ich habe hier mal als Beispiel Leipzig dargestellt, weil Leipzig immer Glück gehabt hat, dass bei den letzten Ereignissen durch die Braunkohlelandschaften genügend Speicherraum zur Verfügung stand, wo man das Wasser sozusagen umleiten konnte, um die Stadt zu schützen. Und zum Schluss vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum Ausblick. Es bleibt eine Herausforderung, auch methodisch, fachlich ist hier noch einiges zu leisten, um in diesem Thema Hochwasserrisikomanagement weiterzukommen. Die fachliche Vernetzung ist ganz wichtig, Modellkopplungen werden immer mehr eine Rolle spielen, aber auch Wirksamkeitsbewertungen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Wasserrahmenrichtlinie, die ja in derselben Gebietskulisse umzusetzen ist. Also der gute chemische und ökologische Zustand unserer Gewässer und auch des Grundwassers spielt ja auch noch eine enorme Rolle, die man nicht vergessen darf, wenn man dieses Thema behandelt. Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels weiter beobachten und in unsere Überlegungen einbeziehen. Wir arbeiten gerade im eigenen Haus an noch besseren Vorhersagemöglichkeiten, auch an so einem Art Frühwarnsystem. Da sind wir auch mit dem DWD und anderen Institutionen im engen Kontakt. Wir müssen uns einstellen auf die demografische Entwicklung, Siedlungskonzentration. Wir müssen natürlich Sorge tragen, dass nicht noch mehr Schadenspotenzial in diese gefährdeten Gebiete hineingebaut wird. Sachsen hat auch als einziges Bundesland die sogenannten, laut Direktive sind es die Risikogebiete, also wenn jetzt eine technische Maßnahme gebaut wird und sozusagen durch einen Deich geschützt wird, gibt es dahinter immer noch Auflagen,
weil in anderen Ländern ist es dann sozusagen vom HQ-100 geschützt und dann gilt es nicht mehr als Überschwemmungsgebiet und dann passiert das, was wir eigentlich nicht wollen, dass da wieder eine Verdichtung stattfindet und dann das verbleibende Risiko ja letztendlich irgendwann mal zuschlägt. Wir müssen Einfluss nehmen auf die Raumnutzungsentwicklung, Flächennutzung und wir müssen uns natürlich auch mit Langzeitprozessen beschäftigen. Wir haben es auch geschafft, also wenn Sie in Sachsen ein Grundstück erwerben, dann kriegen Sie zwangsweise die Informationen mit vom Liegenschaftsamt, ob das Grundstück im Überschwemmungsgebiet liegt oder nicht. Na, das gibt es auch nirgendwo anders, weil es ist ja immer, das steht doch bei Ihnen im Internet, kann doch jeder sehen, aber da sind wir wieder beim Risikobewusstsein, wenn der Bauwillige oder der das kaufen will, noch nie was von dem Thema gehört hat, dann holt er sich die Informationen nicht ab. Also das ist ganz wichtig, dort viel enger miteinander zusammenzuarbeiten. Und Ziel ist natürlich, dass nicht immer, hier liegen 120 Jahre zwischen diesen zwei Bildern, dass ähnliche Dinge passieren, nur weil man wieder vergessen hat und das eigentlich schon mal gelernt und nicht angewendet hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Das passte hervorragend zu dem vorangegangenen Vortrag und war in meinen Augen zumindest eine sehr tiefe und sehr überzeugende Analyse des Themas. Bestimmt gibt es weitere Fragen. Herr Grünewald, bitte. Na, ich stimme natürlich mit dem meisten, was Sie gesagt haben, überein, naturgemäß, weil wir ja doch sehr viel gemeinsame Betrachtungen schon in der Vergangenheit gemacht haben. Aber vor eins würde ich warnen, dieses Ereignis 2002, 2010 und 2013 so sagen wir mal, zu vergleichen, und dann zu sagen, wir haben jetzt gelernt, weil die Schäden da und da und da anders waren. Denn das waren ja jedes Mal ganz andere Ereignisse. Und wenn Sie es im Gesamten sehen, dann ist zum Beispiel 2013, ja, wenn Sie an Sachsen-Anhalt denken, natürlich hat es dort zugeschlagen in einer ganz anderen Dimension. Und wir hatten eben Glück, weil diesmal eben nicht eine andere Entwicklung in unseren Regionen zugeschlagen hat. Und die Saale eben diesmal eines der wesentlichen Elemente war. Das nur als Randbemerkung. Aber eins muss ich auch noch sagen. Sie haben gerade das letzte Bild mit diesen Vergessen hier noch stehen. Das ist ja unser, wir sagen ja manchmal Lachs, das ist die Hochwasserdemenz. Ja. Und das ist zwar nicht ganz fair, aber in gewisser Hinsicht ist es schon was dran. Aber ein Problem haben wir natürlich auch und das ist diese, ich sag's mal, diesen Infarkt, den wir immer wieder beobachten. Unsere Gewässer wachsen zu, aus unterschiedlichen Gründen und auch mit unterschiedlichen, sage ich mal, Rückenwind. Vorsichtig ausgedrückt. Und wenn wir das nicht im Griff kriegen, dann haben wir immer höhere Wasserstände. Und diese höheren Wasserstände sind dann wieder Ausdruck für größere Gefahren. Und die liefern dann wieder zusammen mit höheren Potenzialen, Werte in diesen Überschwemmungsgebieten dann wieder neue Risiken und so weiter und so fort. Wenn wir das nicht durchbrechen, in aller Konsequenz, dann haben wir eigentlich vieles nur wieder auf die lange Bank geschoben. Deswegen werden ja beide Richtlinien gemeinschaftlich betrachtet, um genau den guten ökologischen Zustand, also dem Gewässer eigentlich sein natürliches Bild zurückzugeben und das sich selber entwickeln zu lassen und die Hochwasseraspekte, dass die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Es gibt ja von der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, LAVA, gibt es ja so einen Maßnahmenkatalog und die Maßnahmen sind alle in drei Kategorien eingeteilt. Ich sage es mal salopp, eine Kategorie, das ist die beste, die Maßnahme dient zur Umsetzung beider Ziele, also beider Richtlinien. Dann gibt es Maßnahmen, die dienen zur Umsetzung der einen Richtlinie und behindern nicht die Zielerreichung der anderen Richtlinie. Dann gibt es natürlich Maßnahmen, die Konfliktpotenzial zwischen diesen beiden Zielen innehaben und die müssen nach Einzelbetrachtung unterzogen werden, damit eben genau nicht dieser Effekt eintritt. Aber jetzt Sachsen und Sachsen-Anhalt zu vergleichen, ist nicht ganz fair, weil die Kollegen natürlich, weil die Kollegen, also die persönliche Erfahrung, das selber erlebt zu haben, ist scheinbar doch mal was anderes, als das theoretisch von anderen zu hören. Also ich habe zu den Hochwassertagen in Augsburg, weil wir jetzt gerade Augsburg hatten, letztes Jahr hat der Einsatzleiter von Deckendorf, wo ja auch ganz viel Schlimmes passiert ist, die haben sich entschlossen, die Leute erstmal nicht zu evakuieren. Und dann haben sie es doch machen müssen, dann haben sie die mit Hubschrauber, also Gefahr, eigentlich auch für die Rettungskräfte rausholen müssen. Hätte der mal mit dem Einsatzleiter vorher von uns geredet, der hätte dem gesagt, na klar musst du die in der Situation schon evakuieren. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen persönlichen Erleben und vielleicht dem Hören
aus einem anderen Bereich. Ich weiß noch, auch 2002, nachdem die Welle in Dresden durch war, habe ich meine Ingenieure alle nach Torgau geschickt, wo das Flachglaswerk geschützt werden sollte. Den hat man nicht geglaubt, was passieren wird, obwohl die das vorher in Dresden mit eigenen Augen gesehen haben, weil eben die Erfahrung nicht da war. Ne? Und durch die Ereignisse, die jetzt vorher in Sachsen waren, war eine Grunderfahrung da und man glaubt dann auch mehr den Akteuren und den Angaben, die da kommen und handelt dann auch besser. Herr Kondorf. Ja, vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Wir haben, ich glaube, zwei Aspekte. Das eine ist wirklich, dass eine technische Vorsorge getrieben wird. Also dass Gewässer ausgebaut werden, dass Hochwasserrückhalteanlagen gebaut werden und dergleichen mehr. Das drückt sich natürlich aus. In Dresden sind 110 Millionen investiert worden, die Hälfte von der Stadt, die Hälfte vom Staat. Und wir hatten 1,3 Milliarden Schaden 2002 und wir hatten etwa knapp 200 Millionen Schaden 2013. Das sieht man schon, das wirkt. Das Zweite ist aber dieses viel Wichtigere, dass sich ein eingespieltes Team herausgebildet hat. Und dieses geht aber auch wieder verloren. Also wenn jetzt über eine gewisse Zeit kein Hochwasser mehr kommt, werden die Leute anders eingesetzt, es ist ein Personalwechsel, die Leute gehen in Ruhestand und so weiter und so fort. Und dann fängt man wieder von vorne an. Das darf man nie überschätzen, glaube ich, für die lange Zeit. Aber wenn es eben so Erinnerungshochwasser, haben Sie es genannt, das ist schon mehr als Erinnerungshochwasser, das waren schon richtig heftige Ereignisse, kommen regelmäßig, dann sind wir auch fit geworden. Und das hilft dann schon Wirtschaften, weil die sich ja auch weiterhelfen. Die gehen den Fluss ab dann. Die Leute, wo oben das Hochwasser durch ist, helfen dann den nächsten Gemeinden und sowas. Da bildet sich mittlerweile auch unter den Rettungskräften ein Verbund aus, wo dieses Wissen weiter transferiert wird. Ich habe eine Bemerkung in Richtung einer noch schwierigeren Situation zunächst, nämlich Überschwemmung in Tide-Ästuaren. Und dort hat sich aber jetzt, weil ein physikalischer Parameter einfacher vorherzusagen ist als bei Ihnen, eine Vorsorgestrategie aller Bundesländer etabliert, sodass zum Beispiel Hamburg alle Deiche und alle Schutzbauten gegenüber Sturmfluten, also gegenüber Schwemmungen etwas anderer Art, um 80 Zentimeter im Mittel hochsetzt, auf der Basis wissenschaftlicher Befunde. Und das ist zum allerersten Mal, dass man den Schutz vor Sturmfluten nicht bemisst an der Katastrophe, die eingetreten ist und dann reagiert, sondern dass man jetzt reagiert, nur weil im IPCC-Bericht steht, dass der Meeresspiegelanstieg mindestens 3 Millimeter pro Jahr betragen wird und dann hat man noch eine Sicherheitsmarge obendrauf gesetzt. Jetzt ist meine Frage an Sie. Die Europäische Union agiert nach dem Vorsorgeprinzip. Und Sie haben einen Satz gesagt in Ihrem Vortrag, der mich stutzig gemacht hat, weil Sie gesagt haben, da müssen wir erst mal warten. An einer Stelle haben Sie gesagt, wir machen jetzt noch nichts, weil die Fehlerbalken außergewöhnlich hoch sind. Das ist ja eigentlich gegen die EU-Strategie. Und wir haben jetzt eben gehört, dass es außergewöhnlich billig ist, etwas zu machen und dass man das 3-, 5- oder 10-fache innerhalb eines Jahrzehnts schon wieder einspielt, wenn man was tut. Warum warten Sie da? Na, da haben Sie mich, da habe ich schlecht kommuniziert, da ist mein innerer Gedanke nicht bei Ihnen angekommen. Also die EU-Richtlinie sieht ja vor, Aspekte der Klimaveränderung mit zu berücksichtigen in diesem Prozess und das haben wir ja gemacht. Wir haben ja untersucht, ob das Input, was jetzt aus Ihrer Community kommt, schon so hinreichend untersetzt ist und genau ist, dass wir jetzt in die Bemessungswerte für die technischen Anlagen dort schon noch einen extra Zuschlag machen müssen. Und wir haben aber festgestellt, dass über die Sicherheitszuschläge, die sowieso schon gemacht werden, das momentane Wissen dieses Aspekts schon mit abgedeckt ist.
Also das wird ja Wellenauflauf, Windstau und alles Mögliche wird ja berechnet. Also wenn ich einen Deich dimensioniere, der wird mindestens einen halben oder sogar einen Meter höher gemacht, als es eigentlich erforderlich wäre. Und da ist die, da, weil man eben Unsicherheiten sowieso schon immer berücksichtigt. Und da ist der Aspekt mit berücksichtigt. Und zusätzlich dazu haben wir uns aber trotzdem gesagt, wir machen so, wenn das Wissen dann exakter da ist, können zukünftige Generationen problemlos erweitern. So wie die Hamburger das jetzt auch machen. Ich habe mir das alles angeguckt mit viel Aufwand. Also wenn sie da an der Wasserfront stehen, dann ist ja die Straße dort 3,5 Meter tiefer. Früher war die mal auf einem Niveau. Ne? Also man muss das ja auch irgendwo machen. Und wenn Sie sich die Schutzlinie in Dresden in der Altstadt angucken, ohne Führung werden Sie die gar nicht so richtig erkennen. Also man hat die perfekt integriert. Ne, und das ist, man will ja, auf der einen Seite will man ja nicht betroffen sein, aber man will auch nicht irgendwie Schutzeinrichtungen in seiner Nähe haben. Ne, so, und da muss man natürlich Lösungen finden. Und deswegen haben wir das uns schon sehr genau überlegt. Also, und fragen Sie mal die vielen anderen Bundesländer. Sachsen ist zu dem Thema deutschlandweit mit vorne an der Spitze, mit den Aktivitäten. Ja, die sagen das auch, aber mit den, die waren gerade gestern hier, also insofern sind wir da schon, haben wir Konsens. Herr Dr. Müller, ich danke Ihnen für Ihren herausragenden Vortrag, für die tolle Präsentation und ich erlaube mir als nicht mit dem Klimawandel aufgewachsener Mensch, der sich wirklich mit ganz viel Engagement hier in die Schulen begibt und mit Wissenschaftlern kommuniziert und zusammenarbeitet, einen ganz anderen Gedanken einzubringen. Es sind Einzeltage und Einzelereignisse, die Hochwasser mit sich bringen und die uns dann in eine Situation stürzen, die uns völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Aber die Tage, an denen Sachsen unter Dürre und Trockenheit stöhnt und leidet, jetzt ist schon wieder in weiten Gebieten Sachsens und Brandenburgs Waldbrandwarnstufe 4 und 5 angesagt. Wir hatten 2 Jahre, wo Monate Dürre und Trockenheit relevant waren. 2 Winter, die viel zu trocken waren, die anschließenden Frühjahre. Und es werden Millionen in Hochwasserschutz gesteckt, was ich auch durchaus einsehe. Aber es kann niemals ein ganz geschlossenes Hochwasserschutzsystem an der Elbe stattfinden. Wir wissen, 2013 Pirna war wieder stark betroffen und noch stärker als 2002. Aber haben Sie bitte auch immer mit im Fokus die Dürre- und Trockenereignisse, die Natur, die immer weiter zurückgedrängt und eingeengt wird, die vielen Flächen, die immer weiter versiegelt werden. Wir betreiben nachhaltigen Waldumbau, das ist wunderbar, aber wir leiden genauso wie ganz Europa und viele Industrienationen unter einer starken Naturdezimierung und unter einer ganz starken Überprägung der Natur durch die Menschheit. Und ich möchte hier einfach diesen Gedanken mit einbringen, dass wir auch für Situationen, wie sie gegenwärtig schon wieder im Aufwind sind, also verstärkte Trocken- und Dürreereignisse, Wasserdefizit in der Natur, in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, dass wir das bitte immer mit im Fokus haben. Danke für den Hinweis. Das haben wir selbstverständlich auch mit im Portfolio bei uns im Hause. Das Thema des Vortrages war allerdings ein Hochwasserthema. Aber wenn Sie sich dann das Hochwasserportal bei der Frau Kuhn angucken, dort haben wir nämlich zuerst die Niedrigwasserkennwerte eingestellt, weil uns das halt auch ein wichtiges Thema ist. Ganz herzlichen Dank. Ein letzter Wortbeitrag. Ja, Gottfried Mann vom BUND. Es hat mich auch etwas provoziert, aber erstmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich schätze das, was das Hochwasserrisikomanagement macht.
des Freistaates sehr und auch danke an die Abteilung von Herrn Dr. Korndorfer der Stadt Dresden. Ich wohne selber in Kleinschachwitz. Das 2013er Hochwasser hatten wir fast vor den Füßen. Die Bürger haben jeden Tag ein Steinchen weitergerückt, wie das Wasser kam. Und als ich dann die Rückgang anzeichnete, wurde ein heute noch vorhandener dicker Farbstrich weiß auf den Straßen untergebracht. Ich bin mehr im politischen Raum tätig und wir als Umweltverband beobachten sehr kritisch, wie nach den Hochwassern 2002 und 2010 und 2013 die Strategie des Freistaates erläuft. Und ich kann Herrn Professor Grünwald schon zustimmen. Es ist nicht Ihre Aufgabe als Fachmann im LfOEG, aber wir müssen auf der Staatspolitik noch mehr Einfluss nehmen, dass wir die notwendigen Rückhalteräume schaffen, dort wo sie schaffbar sind. Und da haben wir in Sachsen auch eine Bringepflicht gegenüber dem Unterlieger in Sachsen-Anhalt. Wir wissen auch von Möglichkeiten, die sich unterhalb von Riesa und Dorigau anbieten würden. Und wir wissen von den Widerständen, die häufig heißen, Gemeinden, die an den Ufer liegen, Landwirtschaftsbetriebe, die nicht einsehen wollen, dass sie statt Ackerland künftig Grünlandbewirtschaftung machen müssen. Und der einfachste Ort ist dann immer wieder erhöht die Deiche. Unsere Schlussfolgerung ist, die ökologischen Möglichkeiten der Fluss- und der Flussgebiete, und das sind auch die kleinen Bäche, hier zu nutzen. Ich habe heute besichtigt die fertiggestellte Hochwassermauer in der Gemeinde Wieser, das Ausweiden dort der Tschobau. Aber ich weiß, dass unterhalb und oberhalb Wiesen sind, die im Notfall zur Überflutung zur Verfügung stehen. Auch wenn Sie überwiegend Meteorologen sind, wir wollen die Konsequenzen für die reale Politik nicht vergessen und wir werden auch immer weiter Druck drauf machen müssen, dass die Gelder sinnvoll eingesetzt werden. Danke. Dankeschön, Herr Mann. Das war sicherlich ein schönes Schlusswort für diese Runde.